Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Nach 3 Wochen gibt es endlich wieder die News. Gestern wurde es offiziell bestätigt. Spanien bleibt weiterhin im Formel 1 Rennkalender, allerdings nur für ein Jahr. Auf dem Kurs wird seit 1991 gefahren und 2020 wird dort der 30. Grand Prix stattfinden. Laut Chase Carey will Liberty Media die Gespräche in Zukunft fortsetzen. In den letzten 3 Jahren kamen 510.556 Zuschauer, um den Spanien Grand Prix zu verfolgen. Angeblich soll Katalonien 2019 wegen dem Event 163 Millionen Euro eingenommen haben. Die Region hat sich für den Grand Prix stark gemacht, weshalb der Deal jetzt für 2020 offiziell ist. Die Rennstrecke ist seit 2016 Schauplatz für die Frühjahrstests Ende Februar bzw. Anfang März. Der Rennstreckenbetreiber gab bekannt, dass man einen Strategieplan entwickle, um die Anlage zu modernisieren. Damit ist Spanien das 21. Land, auf dem 2020 ein Grand Prix stattfinden wird. Meinung zu Spanien 2020 in die Kommentare oder oben rechts in der Infokarte abstimmen. Aktuell sind nur noch Deutschland und Italien ohne Kontrakt für das kommende Jahr, wobei eine Vertragsverlängerung Monzas möglicherweise nächste Woche bestätigt werden könnte, da die Formel 1 bereits nächste Woche dort gastiert. Laut der unten links angegebenen Website plant Sky ab sofort noch mehr Formel 1 an einem Rennwochenende zu senden. Denn aus den bisher 9 Live-Stunden packen die Unterföhringer noch einmal 5 Stunden obendrauf. Teil der Berichterstattungen sollen Pressekonferenzen sein und das wurde bereits in Hockenheim getestet. Das heißt, die Berichterstattungen werden bereits am Donnerstag mit der Fahrerpressekonferenz um 15 Uhr losgehen, wenn in Europa gefahren wird. Nach dem ersten freien Training erfolgt die Teamchef-Pressekonferenz. Samstag folgt um etwa 16.15 Uhr die Pressekonferenz der Top 3 aus dem Qualifying. Sonntag soll dann vor bzw. nach dem Rennen noch mehr berichtet werden. Vorberichte beginnen 70 Minuten vor Rennstart, also bei Europarennen 14 Uhr. Nach dem Belgien-Rennen ist die Pressekonferenz ab 17.15 Uhr geplant. Ab dem Grand Prix von Singapur im September wird Sandra Baumgärtner nicht mehr den Posten der Reporterin besetzen, denn sie erwartet ihr erstes Kind. Wer für sie einspringt, ist noch offen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Freut mich für Spanien, dass sie zumindest ein Jahr weiter in dem Kalender bleiben. Aber mir war vor Wochen schon bei einzelnen Anzeichen seitens der Medien schon klar, dass Spanien wohl nicht aus dem Kalender fliegen wird. Ja, geil, noch mehr Formel 1! Wenn sie es jetzt noch schaffen, die Formel 2 mit einzubauen, dann würde ich das sehr begrüßen. Das gibt es zwar auf F1 TV, aber aufgrund der ständigen Störungen und kaum Besserungen in Sicht bin ich vor Monaten zur Sky gewechselt und habe das bisher auch nicht bereut. Kommen wir zum Community-Kommentar. Dimitri Koplowski hat folgenden sehr langen Kommentar und das Hülkenberg-Gerüchte-Video geschrieben. Das alles werde ich jetzt nicht vorlesen, da sonst das Video viel zu lange geht. Wer sich das durchlesen möchte, sollte das Video pausieren. Ich bin der Meinung, dass es für Hülkenberg in der Formel 1 weitergeht. Er hat in seiner Renault-Zeit bisher jeden Teamkollegen geschlagen, aber sollte es wirklich so kommen, dass Hülkenberg seinen Platz durch Ocon verliert, was ja nicht unbedingt unwahrscheinlich ist, wäre wohl Haas eine Option. Klar, Magnussen und er haben seit Ungarn 2017 kein Wort mehr miteinander gewechselt, aber vielleicht könnte es ja auch einen Neustart zwischen den beiden Fahrern geben, wer weiß. Williams und Racing Point halte ich für ausgeschlossen, weil ich glaube, dass A, Nico sicher kein Interesse hat, für ein Team zu fahren, das sich zurzeit am Ende des Feldes befindet und Racing Point wohl weiterhin auf Stroll und Perez setzen wird. Und B, Williams wohl auf den Nachwuchs setzen wird. Denn ich glaube, dass dort Nicolas Latifi 2020 Robert Kubica ersetzen wird. Ich glaube weiterhin an ihn, aber sollte es so kommen, dass Nico 2020 kein Cockpit bekommt, wüsste ich nicht, wo er dann fahren könnte. Oder vielleicht wird er Testfahrer bei Renault oder sogar in einem Top-Team. Aber habt ihr eine Idee? Schreibt sie mal in die Kommentare. Ich bin echt mal gespannt, was für Kommentare bzw. Rennserienvorschläge zustande kommen. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.